So, hi Leute und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video nach ziemlich langer Zeit, wo kein Video kam. Locker ein oder fast schon zwei Monate. Das wollen wir heute ändern, deswegen fange ich hier dieses Video an. Es wird so ein bisschen ein Update-Video, weil ich im Moment noch viel für die Schule machen muss und deswegen nicht so viel Zeit habe. Das ist auch einer der Gründe, warum keine Videos kamen. Mit unter anderem ist noch ein Grund, dass meine Kamera kaputt gegangen ist. An dem Wochenende, wo ich das letzte Video gedreht habe und ich dann nicht dazu gekommen bin, das da hinzubringen. Dann habe ich sie da hingebracht. Dann hat es erstmal ein bisschen gedauert noch. Also der Prozess, bis die Kamera wieder hier war, hat locker drei Wochen gedauert oder so. Und ja, deswegen kommt das Video jetzt erst. Und ja, ich muss jetzt eine Seminararbeit. Und ja, dadurch, dass es ein Update-Video ist, werde ich ein bisschen viel labern, deswegen zum Beispiel muss ich die Seminararbeit machen. Also fertig machen. Und ich habe bisher 13 Seiten und ich brauche noch 20 mit gescheiten Quellenangaben und so. Das muss ich alles noch ausarbeiten. Ich habe noch 2 Tage Zeit. Witzig. Und ja, habe ich sonst irgendwas dazu erzählen? Ja, also ich war ja in Berlin. Aber da war meine Kamera kaputt. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählt habe. Ich war in Berlin für ein Skate-Wochenende. Und es war übelst sick, aber meine Kamera war genau in der Woche davor oder meine Kamera ist auf jeden Fall davor kaputt gegangen und es hat nicht mehr gereicht, dass sie repariert wird, bis zu dem Wochenende halt. Und ja, deswegen habt ihr davon eigentlich nichts gesehen. Aber ich spiele jetzt in bisher nicht ganz so guter Qualität die Sachen ein, die wir dort gefilmt haben. Tried cocaine for the first time today, and now I know why the junkies smile. They coddled me tight like a newborn child and told me everything would be alright. Hope you're a drunken sailor with a wandering soul, and you never find love at all. You make time like a broken clock, hanging on a fucked up abandoned hotel, yellow cigarette stained wall. Found himself a home in some dead man's clothes, now he's going by another name. His nose is bleeding like a hooker in the air. Und ja, wie ihr in der letzten Sequenz wahrscheinlich gesehen habt, habe ich einen Pumpshot über so einen Kicker gemacht und habe mir dabei wahrscheinlich einen Bänderriss geholt. Man weiß es nicht, weil ich war damit nicht beim Arzt. Sollte man vielleicht nicht machen, aber ich glaube, jetzt lohnt es auch nicht mehr. Und ja, deswegen kann ich im Moment auch nicht skaten gescheit. Also eigentlich nicht wirklich, außer halt fahren vielleicht. Und auf jeden Fall tut diese Bewegung nach außen ziemlich weh und deswegen kann ich halt im Moment nicht gescheit skaten. Außerdem wollte ich noch sagen, danke an jeden, der abonniert hat in der Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, weil es waren schon relativ viele dafür, dass halt kein Video kam. Und ja, danke dafür und jetzt kriegt ihr auch ein Video dafür. Übrigens ist auf meinem Board ein neuer Sticker drauf. Von dem ich auch ein Shirt habe. Der heißt Aaron Skelly. Ja, ich glaube, es ist richtig ausgesprochen. Und auf jeden Fall habe ich da halt den Sticker drauf geballert, weil sieht schon ziemlich fresh aus. Es ist einen Tag später und gestern habe ich nicht mehr viel gefilmt oder eigentlich gar nichts gefilmt. Wir waren aber im Kino mit Hani in Pikachu. Der Film war eigentlich ganz gut, außer dass das Ende ziemlich schnell war. Also so schnell gemacht, so ja Leute, wir haben keine Zeit mehr, lass mal irgendwas hinklatschen, so mehr oder weniger. Aber die Animationen und so waren richtig gut gemacht und also der Film sah halt übel geil aus so. Hier sieht man meine Arbeit an der Seminararbeit. Es ist ein Tag vor der Abgabe und ich bin immer noch nicht ganz fertig. Also Leute, haltet euch an euren Zeitplan, das ist mal so ein Tipp von mir. Weil nach meinem Zeitplan wäre ich schon vor einem Monat oder so fertig gewesen. Läuft auf jeden Fall bei mir. Vor allem, das muss halt noch Korrektur gelesen werden und so. Und mal sehen, ob das klappt.
Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit meiner Mutter Longboard fahren. Also ich fahre Longboard und sie fährt Inlineskates. Und ich würde sagen, let's go. Schau mal Leute, da bin ich einfach in dem Flyer drin. Natürlich mit dem besten Bild. Auf jeden Fall war das bei dem einen Filmworkshop und der war richtig cool, aber ja, auf jeden Fall bin ich anscheinend in dem Flyer drin. Also, nice. So, nach der Zugfahrt jetzt bin ich in Pforzheim. Wie man vielleicht irgendwo hier erkennen kann. Oder auch eher nicht. Auf jeden Fall treffe ich mich jetzt gleich mit meiner Oma in einem Café, wo wir schon öfter waren. Mittlerweile sind wir bei meiner Oma im Garten auf einer tollen Schaukel. Und wir werden gleich so eine Tomate hier einpflanzen. Ja, das ist der Plan für heute erstmal. Und ich würde sagen, let's do this. Dann brauchst du hier ich habe jetzt die ganze Zeit eigentlich an meiner Seminararbeit weitergeschrieben, aber mein Mac ist aus und ich habe auch kein Ladegerät dabei, deswegen gehen wir jetzt erstmal Fahrrad fahren. Außerdem ist übel schönes Wetter noch. So, vom Fahrradfahren geht es jetzt auch schon wieder nach Hause, deswegen zum Zug. So, sorry, dass ich gestern keinen Abspann mehr gedreht habe, aber ich war einfach nur viel zu müde und habe noch 4 Stunden oder so an meiner Seminararbeit gearbeitet. Und ja, deswegen will ich jetzt sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Bis dann, haut rein, ciao.